Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Ja, ein neuer Tag und ich habe schon wieder alles vergessen, was ich gestern gemacht habe. Ich meine, wir sollten hier immer noch herausfinden, genau, von wo die Wartungskutsche kam. Möglicherweise von ganz in der Nähe des Unfallortes. Jetzt ist die Frage, was von denen war jetzt die Wartungskutsche? War das das hier? Wahrscheinlich, ne? Das heißt, wir haben ja das letzte Mal, ja genau, die Sache mit dem Kabel schon gefunden. Vielleicht kann man hier noch irgendwelche Schleifspuren oder irgendwas sehen, aber das, ich gehe jetzt mal hier rum. Aber das hinten ist doch meines Erachtens nach die Wartungskutsche. Ist sie noch am Brennen? Oh je. Okay. Also so sehe ich hier auch nichts. Vielleicht müssen wir hier wirklich... Ich meine, da stand hier jetzt drin in der Nähe vom Unfallort. Vielleicht müssen wir jetzt hier wirklich mal ein bisschen... Ah, Moment, da ist es. Hier gab es eine Kollision. Mhm. Matsch. Riecht streng. Okay. Da können wir aber nicht rein. Das hört jetzt hier auf der Straße auf? Oder ist das jetzt wegen... Ach, wegen dem Tee. Das Schloss wurde aufgebrochen. Okay. Ja, so langsam finde ich mich wieder rein. Die Matschspur führt durch den ganzen Raum. Okay. Schlangennester und Verschwörungen. Im Bezirk St. Victor stießen Maurer beim Abreißen eines alten Hauses auf ein Nest von mehr als 100 Schlangen. Sie waren am Boden eines seit langem trockenen Brunnens. Mitten in diesem Schlangennest fand man traurigerweise auch das Skelett eines Kindes, das vermutlich in den Brunnen gefallen war. Erstaunlicherweise hielt das Kinderskelett noch ein rotes Lederbuch in den Händen. Dieses war zwar zu großen Teilen zerfallen, aber ein Satz war noch lesbar. Nicht das Ende verraten. Okay. Das hilft uns jetzt bei unserem Fall nicht so wirklich weiter. Haben wir hier noch irgendwas, bevor wir da hingehen? Nee, ne? Wie ihr übrigens sicher auch hören könnt, ich bin momentan wieder etwas kränklich unterwegs. Aber ich... Oh, nee, nicht schon wieder. Setzen Sie einen oder mehrere passende Dietriche ein? Ja, das ist klar. Weil ich sagen wollte, ich bin gerade wieder etwas kränklich unterwegs. Aber ich hoffe, ihr könnt mich trotzdem verstehen. Aber das sind doch drei Dinger. Eins, zwei, drei brauche ich dann dafür. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht, weil ich kann die doch jetzt nicht beide gleichzeitig nehmen, oder? Ja, weil das, ne? Das meine ich ja. Zu den Dietrichen kann ich denn noch den Dreier mit da reintun? Mann. Ah, okay. Dann haben wir 3, 3, 4 brauchen wir dann. Entfernen. 3. 3, 4. Na, geh runter. Hallo. Da ist kein Platz für diesen Dietrich. Willst du mich veräppeln? Ich habe doch jetzt alle Dietriche weggetan. Ach so. Ah. Okay, das war jetzt mal erstaunlich einfach. Eine Werkstatt. Hier werden Gegenstände für den Verkauf hergestellt. Ich glaube, uns interessiert nur die Bodenluke oder was es da ist. Ne, es ist gar keine Luke, oder? Es ist nur Dreck. Matsch. Riecht streng. Ah. Es sieht so aus, als ob der Teppich bewusst hier ausgelegt wurde. Okay, ich hatte jetzt gedacht, das andere ist eine Bodenluke, aber... Okay, es ist auch keine Luke. Spring nicht darunter. Nein.
Ein alter Zugang zur Kanalisation. Untersuch den erstmal. Ein alter Zugang zur Kanalisation. Ach so, ja gut, dann untersuch den nicht mehr. Hallo, gehst du doch mal rein? Okay, wahrscheinlich hält er sich jetzt gerade so die Nase zu, weil es hier ziemlich ekelhaft stinkt. Lass mal hier hinten gucken, ob hier irgendwas ist. Ich hoffe mal nicht, dass wir da die Detektivsicht für brauchen. Ach, da geht's auch noch weiter, oje. Okay, London, Seva. Ist das wie bei einem Maya-Tempel? Muss ich mich immer links halten? Ich gucke jetzt mal eben rechts, ob da eine Sackgasse ist. Oh je, es ist keine Sackgasse. Aber ich glaube, das kommt auf dem gleichen aus, oder? Ich schau mal eben links rum. Ja, genau, da kommen wir aufs Gleiche raus. Das ist gut. Das sind Wurzeln drin. Okay. Wir müssen wahrscheinlich hinten durch die Tür, aber ich gucke trotzdem nochmal. Obwohl die Tür wahrscheinlich abgeschlossen ist, oder? Ja, okay. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich müssen wir nämlich weiterlaufen. Können wir da noch irgendwas machen? Nee, ne? Ach, ich dachte gerade, ich habe eine Ratte gehört. Haben wir da irgendwas Interessantes? Ich meine, offenbar hat hier unten mal jemand gelebt. Ich höre hier doch Frösche. Aber ich sehe keine. Das ist bestimmt zu. Ja, das dachte ich mir schon. Aber wir müssen natürlich alles kontrollieren. Ein Presslufthammer. Dasselbe Modell wie das aus der Wartungskutsche. Okay. Müssen wir jetzt schwimmen? In das dreckige Wasser gehe ich nicht. Okay. Dann müssen wir anscheinend irgendwie das Wasser erstmal abstellen. Was macht das? Ah! Aber das ist jetzt nur bis zur Hälfte abgelassen, oder wie? Ja, dann würde ich sagen, lassen wir das doch mal ganz ab, ne? Hinten kann man auch nirgendwo rum. Ja, das erinnert ein wenig an Resident Evil. Solange mir jetzt hier kein... In das Wasser geht er nicht, ne? Aber er steht da mit den Knöcheln tief drin. Mit den Knöcheln tief drin. Sehr gutes Deutsch. Und sogar der Mantel wird nass. Oder? So, das dachte ich mir nämlich. Das ist laut. Achso, das ist nur zum Verschieben. Hier ist sonst auch nichts mehr. So, ich musste mir das jetzt mal eben ein bisschen leiser stellen, weil das ist abartig laut gerade in den Kopfhörern. Okay, die Frage ist... Ach so. Das ist gar nicht hoch genug. Oder kommt das hoch, wenn ich das Wasser zur Hälfte hinstelle? Also das wieder hochstelle. Doch. Perfekt. Sollte eigentlich ausreichen. Ja. Sehr gut. Oh, sag mir nicht, ich muss darüber balancieren. Ich gucke aber hier nochmal kurz.
wir hier irgendwas haben, was wir noch untersuchen müssen oder so. Sieht aber nicht danach aus. Ich hasse es zu balancieren. Moment, hier kann ich jetzt auch nochmal das Wasser umstellen? Warum? Ich schätze, das werden wir gleich herausfinden. Ich muss dazu sagen, ich kann mich im Moment nicht so gut konzentrieren, dadurch, dass ich mal wieder erkältet bin. Und es ist natürlich auch schwer, gleichzeitig nach links und nach rechts zu gucken. Ach, lauf doch mal ein bisschen schneller, Sherlock. Boah, ey. Okay, ich denke mal, da hinten geht's weiter. Also gucken wir kurz hier, ob da noch irgendwas ist. Nö. Scheint ihm nichts auffällig genug zu sein. Was ist das hier? Keine Ahnung, was das ist, aber Hauptsache, wir kurbeln einfach. Ah, okay. So. Das ist die... Nee, das ist eine andere. Die Frage ist jetzt, wo müssen wir hin? Da können wir wahrscheinlich rüber springen. Hoffe ich. Dann tun wir die mal dahin. Das würde auch erklären, warum wir das Wasser hier... Nee, das... Doch, können wir doch nochmal umstellen. Das heißt, wir müssen das theoretisch leer machen, um da hochzukommen. Oder ganz voll machen, um da... Ja, okay, nee, voll machen wäre, glaube ich, Blödsinn. Weil ich glaube nicht, dass wir rüber springen müssen. Ob das jetzt natürlich richtig ist oder ob wir jetzt auf die rechte Seite mussten, das kann ich auch nicht sagen. Also ich wäre mit meinem Mantel so nicht da reingegangen, aber gut, wenn ihm das nichts ausmacht. Oh nee, oder? Was ist das denn? Und die andere Seite? Ist hier auch kaputt? Moment, hier war das, oder? Moment, oder kann ich das? Aber eine... Nee, bis zur Mitte. Hm. Also das Ding kann ich auf jeden Fall noch verschieben. Die Frage ist... Ja, ich kann es jetzt nur, oder? Nee, konnte ich es nicht gerade noch verschieben? Ach so, ich kann es nur dahin schieben, okay. Kann ich es auch rückwärts schieben? Also ziehen? Nee, kann ich ihn so schieben. So, das heißt, von da oben... Wenn wir denn da hinkommen, würden wir darüber springen können? Ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt an die Leiter dann ranspringen können. Das wird kompliziert werden. Die Frage ist jetzt auch noch, muss ich das jetzt auf die Hälfte oder muss ich das jetzt auf voll machen? Ich tippe mal auf die Hälfte, weil dann wäre das ungefähr die Höhe von der Leiter, glaube ich. Heißt, ich muss an diesem Scheißding wieder rumbalancieren. Ja, ist die Frage, ob der das jetzt so macht, aber ich denke mal, ich hoffe mal ja. Mann, kann man das nicht... Ich meine, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, würde ich jetzt überspringen, weil wir das schon auf dem Hinweg gemacht haben. Aber...
Die Strecke war jetzt nicht ganz so lange, also lasse ich das mal drin. Es ist ja nicht schwierig, es ist einfach nur nervig, dieses Rumbalancieren. So. So, dann hoffe ich mal, dass das jetzt so ausgeht, wie ich mir das gedacht habe. Also, hier sollst du rüberspringen. Das macht der, okay. Ah, dann macht er automatisch beides. Okay, sehr gut. Puh. Dann haben wir hier wieder irgendwas. Das ist nur die Tür. Okay. Ich dachte schon, wir müssen jetzt wieder hier hin und her springen. Ein rotes Pulver. Angesichts der Umstände ist das vermutlich Eisenoxid. Oder einfach Rost. Magnesiumstreifen. Jetzt haben wir alles. Und was war das letzte? Metallpulver. Sieht wie Aluminium aus. Okay. Gut, das ist auf jeden Fall jetzt grün. Das ist nur doof, dass der zwischendurch nichts sagt. Aber ich glaube, das liegt jetzt wirklich an meiner Maus. Ich muss dringend mal dafür sorgen, dass ich eine neue bekomme. Was wahrscheinlich frühestens nächsten Monat sein wird. Der Plan der Rusko-Bande war es also, die Bank auszurauben. Oha. Weil komischerweise meine Maus diese Angewohnheit hat, wenn ich einmal draufklicke, macht die einen Doppelklick. Ich weiß nicht warum. Ein Durchgang wurde in die Wand des Tresors geschmolzen. Sie ist noch warm. Oh oh. Warm ist nicht gut. Die Einbrecher haben nahezu alle Fächer aufgebrochen. Ihre Beute dürfte sehr groß gewesen sein. Okay. Gehen wir jetzt hier raus? Dieser Tresorraum gehört der Bank von England. Tja, auch die ist nicht einbruchssicher. Eine Karte der Kanalisation mit Markierung. Das heißt, wir müssen raus, geradeaus und dann links rum. Da dürfte irgendwie der Eingang vom Versteck sein. Die Ausrufezeichen, denke ich mal, das sind diese Hebel, die betätigt werden müssen. Also die... Das eingekreist ist die Tür, also das Gitter gewesen. Und die rechteckigen sind die zum Einstellen, denke ich mal, gewesen. Oh, nee, mit Space wegstecken, so. Okay, rote Markierung finden, aber wir schauen hier nochmal. Die Einbrecher haben nahezu alle Fächer aufgebrochen. Ihre Beute dürfte sehr groß gewesen sein. Gut, dann schauen wir halt nicht mehr. So. Hier verbreitet sich das. Hier müssen wir erstmal geradeaus. Das heißt... Naja, wieso ist jetzt hier eine Treppe? Ist das das da vorne? Dieser Steg ist? Wo kommen denn auf einmal die ganzen Treppe und Stege her? Ah ja. Geldscheine. Sie sind trocken, liegen also noch nicht lange hier. Die ganze Lakritze wurde aufgegessen. Sowohl in der Kanalisation als auch in den persönlichen Gegenständen von Rusko wurde Lakritze gefunden. Okay. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Eisenringe. Mit solchen Ringen werden Fässer zusammengehalten. Mhm, mit den Fässern schmuggeln die also das Geld raus, nehme ich mal an. Okay, wir können hier noch ein bisschen was kombinieren.
So, Bankschulden, Einbruch in der Bank. Wo haben wir dich denn da? Okay, also das ist automatisch. Was ist das hier? Benjamin Fowler hat bei seiner Arbeit gelegentlich mit... Ach so, das war das. Wer war jetzt Benjamin Fowler? Damit wäre in der Lage eine Falle... Gelegentlich mit... Elektrizität... War das nicht der, der diese Brandwunden hatte? Ich mache jetzt mal einfach das. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwas bringt. Hallo? Es entspricht nicht nur der Ideologie von Anarchisten, in eine Bank einzubrechen. Sie bevorzugen Chaos und Zerstörung. Thomas Garrett hat sich mit der Rescue-Bande zusammengetan, um sich an der Bank von England zu rächen. Gehe ich mal stark von aus, ja. Er hatte ausreichende Kenntnisse. Er hatte nicht ausreichende Kenntnisse. Kommt dann was anderes? Nee, dann lasse ich das mal. Mich stört das immer, wenn sich das nicht direkt verbindet. Dann denke ich immer, ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. Stromschlag. Was haben wir denn hier? Hinterhältiger Plan. Garrett ist ein Mörder. Garrett ist ein Mörder. Keine Gnade für Garrett. Thomas Garrett ist ein gefährlicher Anarchist, der skrupellos seine Komplizen umgebracht und dabei zahlreiche Unbeteiligte gefährlich hat. Er verdient eine harte Bestrafung. Thomas Garrett hat der Rescue-Gang geholfen, weil er glaubt, dass die Bank von England sein Leben ruiniert hat, aber er ließ sie nicht ungestraft davonkommen und lockte sie in eine Falle. Er verdient eine zweite Chance. Oh, ganz ehrlich, ich weiß es gar nicht mehr. Wer war denn der Thomas Garrett jetzt nochmal? Scheiße. Da gucke ich dann gleich nochmal eben. Moment, wir gucken jetzt erst nochmal. Also, nachdem ich mich dann zigmal umentschieden hatte, ich denke mal, dass ich das Ganze jetzt rauscutten werde. Ich hoffe, ich habe daran gedacht. Habe ich mich jetzt dafür entschlossen, dass es nur ein Anarchist gewesen ist. Also es entspricht nicht der Ideologie von Anarchisten, eine Bank einzubrechen. Sie bevorzugen Chaos und Zerstörung. Dann die Hoffnungslosigkeit von Butcher wegen seiner Tochter habe ich ausgewählt, weil mir das einfach am logischsten erscheint. Und ja, er hatte ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, ich weiß es nicht mal genau, aber ich meine, er hatte ja auch schon, er ist schon zur Polizei gegangen, wollte ein Geständnis machen, beziehungsweise er war zumindest bei der Polizei, ist dann auch abgehauen, hat gesagt, er kommt wieder. Und ist dann ja zu seiner Tochter und er hat halt diese großen Geldprobleme, weil die da an dieses Gerät angeschlossen ist und so weiter. Und ich gehe davon aus, dass es, ja, dass das jetzt hoffentlich das Richtige ist. So, da schlägt natürlich allerdings mein Mutterherz durch. Und in dem Fall würde ich sagen, Reginald Butchers Tochter ist krank. Er sah sich gezwungen, in die Bank einzubrechen und dann seine Komplizen zu töten, um das Geld für die Behandlung zu bekommen. Er verdient Gnade, damit er seine Tochter retten kann. Ist natürlich nicht rechtens. Und es werden jetzt sicher auch viele sagen, der Typ hat was, also hat ein Verbrechen begangen, muss jetzt hinter Gittern. Aber ich persönlich finde es nicht gut, weil man weiß dann auch nicht, was wird aus der Tochter. Und wenn er dann irgendwo im Gefängnis sitzt und die Tochter dann doch mal aufwacht und es kommt ja dann auch keiner für die Kosten für die Tochter auf und so weiter und so fort. Abgesehen davon, dass es ein Spiel ist natürlich, aber so rein vom Moralischen her, muss ich ganz ehrlich sagen, werde ich Gnade walten lassen. Ja. Mr. Butcher. Sie schläft. Ich wusste, Sie kommen. Sie sollten mit Ihrer Tochter nach Stockholm fahren. Retten Sie sie. Ich habe mich entschieden. Gehen Sie. Sie verstehen es. Ich musste es tun. All das. Vielleicht ist es so. Danke, Mr. Holmes. Leben Sie wohl. Ja. Reginald Butcher wollte nichts anderes, als das Leben seiner Tochter zu retten. Um das zu bewerkstelligen, brach er in eine Bank ein und brachte danach seine Komplizen um. Das sind außerordentliche Umstände, in denen er einfach keinen anderen Weg sah.
69% der Spieler haben dieselbe Entscheidung getroffen. Da bin ich dann doch sehr, sehr froh darüber, dass ich nicht alleine da gestanden habe. Ich schätze mal, dass viele auch einfach gesagt haben, ja, dass sie keine Gnade walten lassen, wenn sie denn auf das gleiche Ergebnis gekommen sind. Das ist natürlich auch noch so die Sache. Ich werde das Ganze jetzt bestätigen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn dann ja der nächste Fall eintritt. Bis dann. Ciao.